Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 82, Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag dem Minister der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1, Satz 1 und so weiter mit dem Bericht des Haushaltsausschusses zum Antrag des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses 203727, 235535. Nun Redezeit, der Kollege Marius Weiß. Bericht darfst du auch geben. Ja, gut. Herr Schacht, wolltest du ihn schriftlich einreichen? Bitte. Ja, ja. Genau. Vielen Dank, Herr Präsident. Er liegt uns schriftlich vor. Trotzdem muss ich ihn abgeben, ob ich will oder nicht. Aber ich mache es ja gerne. Bericht Haushaltsausschuss, Antrag Minister der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 GZSG zum dritten GZSG-Maßnahmenpaket. Hierzu verweisen wir auf das Schreiben des Ministers der Finanzen vom 15. September 2020, Ausschussvorlage des Haushaltsausschusses 2016. Der Haushaltsausschuss hat den Anträgen des dritten Gesetzes GZGSG-Maßnahmenpaketes zugestimmt. Und zu den vorliegenden Anträgen wurden die Beschlüsse mit folgenden Mehrheiten gefasst. Das erspare ich mir jetzt, Ihnen vorzulesen. Das entnehmen Sie bitte der Drucksache 3727. Und dann ebenfalls noch den Bericht zum Antrag 3553. Auch hier wieder geht es um die Erteilung der Zustimmung Haushaltsausschuss § 8 Absatz 1 Satz 1 und so weiter und so weiter. Das gleiche Gesetz. Und hier geht es um das Schreiben des Ministers der Finanzen vom 18. August 2020. Der Haushaltsausschuss hat diesen Anträgen des zweiten Maßnahmenpakets zugestimmt. Und auch hierzu verweise ich zu den Abstimmungsvoten auf die Ihnen vorliegende Drucksache. Danke schön. Herr Berichterstatter, Herr Wolfgang, herzlichen Dank für deinen Bericht. Ich hatte gedacht, du wärst schon im Trainingslager. Deshalb waren wir so ein bisschen durcheinander. Ich hatte gedacht, du wärst schon im Trainingslager für die nächsten Spiele, die du vorzubereiten hast. Gut. Das Wort hat der Kollege Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Maßnahmenpaket, mit dem wir uns hier jetzt befassen, ist das dritte Maßnahmenpaket aus diesem Sondervermögen. Und ich glaube, es wird nicht das letzte sein. Und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass sich das Plenum des Landtags damit befasst und eben nicht nur der Haushaltsausschuss. Wir haben eine Notlage in Hessen nach der Hessischen Verfassung. Nach § 141 der Hessischen Verfassung hat dieses Parlament eine Notlage festgestellt. Und diese Notlage bedingt Regeln für das Ausgeben von Geld, wenn es über die Schuldenbremse hinausgeht. Ich will nur mal zwei davon nennen. Das erste ist das Übermaßverbot. Das heißt, das Geld, was man über die Schuldenbremse hinaus ausgibt, darf nicht über das hinausgehen, was notwendig ist, die Krise zu überwinden. Und das zweite ist das sogenannte notlagenspezifische Konnexitätsprinzip, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bedeutet die Unmittelbarkeit. Das Geld, was ausgegeben wird, muss unmittelbar durch die Krise veranlasst sein, und es muss unmittelbar erforderlich sein zur Beseitigung der Folgen der Notlage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben bei diesem Maßnahmenpaket zum wiederholten Male, dass die Landesregierung sich nicht an diese Vorgaben aus der Hessischen Verfassung hält. Wir erwarten, auch wenn ich Sie da grinsen sehe, Herr Kollege Kaufmann, wir erwarten, dass die Landesregierung diese Regeln ernst nimmt. Wir haben eine Ausnahmesituation, die wir so in der Geschichte Hessens noch nie hatten. Das Parlament hat für 3,5 Jahre auf Rechte verzichtet, sogar auf Teile seines Königsrechts, weil das eine Einstimmenmehrheit in diesem Haus so wollte. Und wir erwarten, dass dann in dieser Notsituation auch die Landesregierung sich tatsächlich an die Regeln hält, die dafür gemacht sind. Und das ist im Übrigen nicht nur der Job der Opposition, darauf zu achten, es ist auch der Job der Regierungsparteien, darauf zu achten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem der grüne Teil der Regierung, und das ist unser Eindruck, geht mehr als laissez-faire mit diesen Vorgaben um, die die Hessische Verfassung macht.
Beim letzten Maßnahmenpaket war es der Ökoaktionsplan. Dazu habe ich hier schon im Parlament etwas gesagt. Jetzt ist es das sogenannte Sonderprogramm Radabstelllagen und Schulwegbeleuchtung, Herr Kollege Al-Wazir, was aus Ihrem Haus kommt. 6 Millionen € sollen dafür ausgegeben werden, schuldenfinanziert aus dem Sondervermögen. Im Winter würden dann ja mehr Kinder auf dem Fahrrad fahren, wenn man auch die Radwege zwischen den Ortschaften beleuchten würde. Und das würde dann die Busse leerer machen. Das ist hier die entsprechende Corona-Begründung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten. Das können Sie von mir aus machen, als Landesregierung so ein Programm auflegen. Ist mir völlig wurscht. Sie können so einen Radweg auch beheizen. Sie können auch ein Dach drüber bauen, damit man auch bei Schnee und Eis fahren kann. Aber bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, so etwas haben Sie aus dem ordentlichen Haushalt zu finanzieren und nicht aus einem Sondervermögen. Und das Ganze mit einer Notlage zu begründen. Und der Unterschied ist ein ganz einfacher. Wenn Sie es aus dem ordentlichen Haushalt finanzieren, dann müssen Sie dafür einen Gegenfinanzierungsvorschlag hinlegen, wie sich das gehört. Und nicht einfach nur laissez-faire sagen, das zahlen wir dann halt aus Schulden, die auf die nächsten 30 Jahre abgetragen wird. Das geht so nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenig konstant dieses Verhalten der Landesregierung ist, zeigt ein anderes Programm der Kollegin Hinz, die ein Förderprogramm für Lastenräder macht, 900.000 € für dieses Jahr und angeblich für nächstes Jahr auch. Da kann man jetzt auch zustehen, wie man will, aber das wird nicht aus Corona-Mitteln bezahlt, sondern das wird aus dem originären Haushalt finanziert. Das soll einer verstehen, dass die Räder, quasi auf denen man fahren soll, die werden subventioniert aus dem Haushalt, aber die Radwege, auf denen die dann fahren sollen, dafür müssen wir auf das Sondervermögen zugreifen. Das macht überhaupt keinen Sinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass dieses Vorgehen der Landesregierung verfassungswidrig ist, schlicht und einfach. Und deswegen ist es richtig, dass die Fraktionen von SPD und FDP entschlossen haben, dieses Sondervermögen auch vor dem Staatsgerichtshof überprüfen zu lassen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Abg. Michael Reul, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Weiß, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass die SPD beantragt hat, dass wir heute über die guten Maßnahmen noch einmal gemeinsam sprechen können. Ansonsten hätten wir es beantragen müssen. Der entscheidende Punkt ist doch der. Wir schaffen dadurch Transparenz. Wir reden über alle Maßnahmen, wir reden im Ausschuss, wir reden hier im Parlament darüber. Mehr geht nicht. Das ist mehr als bei einem normalen Haushalt. Und die Diskussionen, die wir hier auch führen, werden ja nicht besser oder neuer. Weil das, was Sie hier vorgetragen haben, haben Sie beim letzten Mal auch vorgetragen. Ich würde mir wünschen, dass Sie vielleicht einfach Ihre Argumentationspalette etwas erweitern. Ja, es ist richtig, wir haben die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber was haben Sie eigentlich alles hier vorgetragen? Das Sondervermögen sei intransparent. Es sei ein Schattenhaushalt. Es sei eine Entmachtung des Parlaments. Es sei ein Anschlag auf den Parlamentarismus. Ich wusste, dass Sie bei diesen Punkten klatschen. Hören Sie mir einmal zu, ob Sie am Ende meiner Rede immer noch klatschen an dieser Stelle, weil letztendlich gehen Ihre Vorwürfe vollkommen ins Leere. Denn was machen wir hier? Wir diskutieren im Hessischen Landtag gemeinsam über das Sondervermögen. Wir diskutieren im Ausschuss und entscheiden, und wir haben hier einen Bericht, über den wir uns jetzt noch einmal gemeinsam auseinandersetzen. Eine solch intensive Beteiligung des Parlaments in Bezug auf Einzelmaßnahmen, wie z.B. Unterstützung der Sportverbände, einem Hessenfonds von Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, ein Förderprogramm für Auszubildende oder auch Testungen für Mitarbeiterinnen in Alten- und Behinderteneinrichtungen, würde es normalerweise bei der Verabschiedung eines normalen Haushalts gar nicht geben. Deshalb bin ich Ihnen dankbar, dass Sie das Thema aufgerufen haben. Dann können wir nämlich noch einmal hervorheben, welche Dinge wir nämlich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg machen. Wir helfen den Menschen direkt, und wir machen keinen Klamauk. Und meine sehr geehrten Damen und Herren,
Wir haben im Ausschuss diese ganzen Maßnahmen besprochen. Den meisten Maßnahmen haben Sie doch zugestimmt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie sie jetzt hier noch einmal kritisieren. Sie stellen sie hier infrage. Sie haben doch zugestimmt. Sie haben doch zugestanden, dass das wichtige und gute Maßnahmen sind, die wir gemeinsam jetzt ergreifen müssen, die wir auf der Bundesebene ergreifen, die wir auch auf der Landesebene ergreifen und was wir in den Kreisen und in den Kommunen machen, dass dies gute Maßnahmen sind. Bleiben Sie doch dabei und machen Sie nicht politischen Klamauk, sondern bleiben Sie bei Ihrer Zustimmung und bei Ihrer Überzeugung, dass das, was die Landesregierung macht, auch Ihre Unterstützung findet. Und dafür sind wir dankbar. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen doch, dass jetzt auch wieder mit steigenden Infektionszahlen, dass wir immer noch nicht am Ende der Krise angekommen sind, noch lange nicht. Und eine Pandemie hält sich nicht an einzelne Haushaltsjahre. Deshalb ist es richtig, dass wir das Sondervermögen mehrjährig angelegt haben. Und dies ist die einzige Antwort, die auf die zukünftigen Herausforderungen gegeben werden kann. Und wir sind davon überzeugt, dass dies richtig ist. Und wir werden kraftvoll daran weiterarbeiten, die Auswirkungen auf die Menschen so gut wie möglich abzumildern. Und wenn Sie kritisieren, das ist ja so Ihr Lieblingsbeispiel, jetzt Fahrradabstellplätze in Innenstädten. Haben Sie denn nicht zur Kenntnis genommen, wie die Menschen sich zurzeit fortbewegen? Haben Sie nicht zur Kenntnis genommen den riesigen Fahrradboom, den das ausgelöst hat? Haben Sie nicht zur Kenntnis genommen, dass wir natürlich auf diese Maßnahmen auch reagieren müssen und dass diese Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes von einer großen Nachhaltigkeit geprägt sind? Meine sehr geehrten Damen und Herren, wären Sie doch nicht unglaubwürdig. Und da ich wusste, dass Sie an dieser Stelle auch das Wort erheben, kann ich Ihnen nur sagen, es ging uns darum, die konjunkturelle Belebung mit Klimaschutzzielen zu vereinbaren. Wer hat dies gesagt? Malu Dreyer. Und jetzt sind Sie dran. Malu Dreyer, Ihre stellvertretende Bundesvorsitzende, hat genau dies gesagt und hat es in Rheinland-Pfalz mit der FDP. Gut, vielleicht haben Sie sie deshalb dann nicht mehr dort berufen. Ist alles in Ordnung. Kann man ja verstehen, aber letztendlich in der Regierung in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, dort ist sie, soweit ich weiß, noch im Amt, zusammen mit dem Generalsekretär der FDP, und hat dort ein Sondervermögen aufgelegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, leider oder scheinbar teilen Sie überhaupt nicht die Auffassung und die Bedenken, die in Rheinland-Pfalz gedacht werden. Denn dort ist man bei der Form der Krisenbewältigung einen Schritt weiter als Sie hier im Hessischen Landtag. Dort sieht man es, dass diese Dinge eine wichtige Rolle spielen. Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung, das sind die Konzepte für die Zukunft. Wir kümmern uns jetzt, um den Menschen in der Krise zu helfen, aber wir fördern auch und investieren in die Zukunft der Menschen hier in Hessen. Wir stehen dazu, und wir sind weiterhin bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Reul. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, FDP-Fraktion. Grüß dich, mein Lieber. Damen und Herren Kollegen, es geht heute gleich um zwei Maßnahmenpakete. Es geht nämlich um das zweite und das dritte Maßnahmenpaket, was etwas Nettes erlaubt, was gleich kommt, aus dem Sondervermögen. Doch nehmen wir uns einmal dieses Wort Maßnahmenpaket. Kompakt, fundiert, zielgerichtet, Probleme angehen, Lösungen, das sollte drin sein in so einem Paket. Doch ist das, werte Kolleginnen und Kollegen, was die Landesregierung vorlegt, so ein Maßnahmenpaket? Oder geht es hier nicht vielmehr um grüne Prestigeobjekte? Bei der Frage der Bewertung hilft auch eine kleine erste Bilanz. Denn heute, am 30. September, sind es genau 3 Monate Sondervermögen in Hessen. In der Debatte um die Verabschiedung dieses milliardenschweren, und das muss man ja immer sagen, auch Herr Staatsminister Al-Wazir hat ja gesagt, wir haben so viel Geld, das ist halt Schuldengeld. In der Debatte um das Sondervermögen wurde Finanzminister Boddenberg und die schwarz-grüne Koalition nicht müde zu betonen, man braucht jetzt Geld, viel Geld, sofort und schnell. Sie haben das mit ihrer Einstimmenmehrheit durchgedrückt.
Und dann? Was haben Sie in den letzten drei Monaten gemacht? Und da schauen wir uns doch einmal die drei Päckchen. Pakete sind eigentlich schon viel zu wuchtig für Sie. Im ersten Maßnahmenpaket, da haben Sie echt noch Energie gehabt. 31 Anträge mit einem Volumen von 1,2 Milliarden €. Davon allerdings 661 Millionen € für die Gewerbesteuerausfälle. Da kann die GroKo sich streiten, wer jetzt der König ist. Es bleiben 530 Millionen netto fürs Land. Im zweiten Maßnahmenpaket stockt der Motor schon. 7 Anträge wurden vorgelegt mit einem Volumen von 200 Millionen €. Und beim dritten Maßnahmenpaket bleiben Sie fast auf der Standspur stehen. 3 Anträge mit einem Volumen von sage und schreibe 17,5 Millionen € inklusive der Radabstellanlagen, die der Kollege Weiß zitierte. Also, liebe Kollegen, da stellt man sich schon die Frage, ist das schnell, viel, sofort Hilfe für alle Bereiche? Was ist dann aus Ihrem Prä gegenüber dem Nachtragshaushalt geworden? Sofort, schnell, viel für drei Jahre. Es konnten gar nicht Milliarden genug sein. Oder kann es nicht sein, dass Freie Demokraten und Sozialdemokraten mit ihrem Vorschlag eines zweiten Nachtrags und in der Krise auf sich zu fahren nicht doch richtig lagen, werte Kollegen? Das von Ihnen beantragte Volumen von insgesamt 1,41 Milliarden € für 2020, 1,85 und 225 Millionen € Ausgaben in den Jahren 2021 haben Sie sich freigeben lassen. Es gibt jetzt heute einen weiteren interessanten Tag, Bericht. Den kriegen wir wahrscheinlich irgendwie 23.55 Uhr vom Ministerium, der Quartalsbericht, der erste. Und da sehen wir auch, wie viel vielleicht noch unter dem Radar abgeflossen ist. Das muss man sich anschauen. Aber man muss sich auch einmal anschauen, und der Kollege Weiß hat das angeführt. Und lieber Michael Reul, wenn diese schwarz-grüne Koalition so sachfremd Schuldengeld ausgibt, dann müssen Sie sich das jedes Mal wieder hier anhören. Und wenn Sie immer wieder Ratsch-Abstellanlagen sozusagen anschaffen, dann müssen Sie sich das anhören. Wir haben angekündigt, 2,5 Jahre, wir gucken ganz genau hin, weil es geht um Steuergeld, es geht um Kredite und es geht um Schulden zulasten der künftigen Generationen. Und ich möchte mal den Corona-Check, das haben wir angekündigt und das werden wir sklavisch für jede Maßnahme machen. Wenn sie eine besteht, haben Sie uns dabei, dann stimmen wir zu. Aber es gibt Programme, die fallen rasselnd durch. Nehmen Sie das Förderprogramm Nachhaltig, das war im zweiten Paket, Förderprogramm Nachhaltig landwirtschaftliche Betriebe. Das hat ein Volumen von 5 Millionen. Wir haben ja schon gemerkt, das ist ja eher der kleine Tretroller. Bis 2023 mit hellseherischen Kräften. Die Grundlagen sind im Ökoaktionsplan der Landesregierung vor Corona angelegt gewesen. Jetzt nutzen Sie die Corona-Krise offenkundig, um mit Schulden den Aktionsplan aufzublähen. Aber wofür dann 500.000 für die wissenschaftliche Erarbeitung eines Kriterienkatalogs, 500.000 Sachleistungen für die Entwicklung einer interaktiven Website, Sachaufwand, ich sage Schnittchen, für Veranstaltungen und 500.000 € für Förderung, finanzielle Beteiligung, Aufwendungen, 100 Modellbetriebe im großen Hessen für Hochführungen und Teilnahme. Frau Kollegin Schardt-Sauer, Sie müssen zum Schluss kommen. 2021 gerade mal 100 Betriebe. Das Ganze ist mehr sozusagen eine Verstärkung eines grünen Aktionsprogramms. Und das sagen wir, das fällt durch. Der Corona-Check ist nicht bestanden. Politik, die rechnen kann, die geht anders. Und es bleibt dabei. Bei Maßnahmen, die die Krise bewältigen helfen, sagen wir ja. Aber die anderen, lieber Kollege Reul, der Koalition, werden wir das jedes Mal hier wieder vortragen. Wir freuen uns auch auf Anträge der CDU, die Möglichkeit zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will es jetzt insbesondere denjenigen, die eine Beratung
über die Entscheidung des Haushaltsausschusses hier im Plenum gefordert haben, nochmals und, wie ich finde, sehr nachvollziehbar erklären. Und deshalb, lieber Kollege Weiß, sollten Sie es besonders gut merken. Ein Kernstück des Sondervermögens ist ein Konjunkturprogramm mit nachhaltigen Investitionen in Zukunftstechnologien, Infrastruktur und Klimaschutz. Wir müssen weiterhin ein guter Wirtschaftsstandort sein und die Zukunftsfähigkeit des Landes stärken. Dazu investieren wir unter anderem in den Tourismus, in Fachkräftesicherung, in unsere regionalen Wirtschaftsstruktur, in Digitalisierung und die Transformation der Wirtschaft. Und wir vergessen bei unseren konjunkturellen Maßnahmen nicht die enormen Herausforderungen, vor die der Klimawandel uns stellt. Die im Sondervermögen bereitgestellten Mittel dienen also nicht nur der wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Pandemie, sondern zugleich auch dem Klimaschutz und haben somit sogar zweifach nachhaltige Wirkung. Vielen Dank für die Zustimmung. Aber wo bleibt eigentlich an dieser Stelle der Beifall der Fraktionen von SPD und FDP? Was ich soeben vorgetragen habe, verehrter Kollege Rock, waren wörtlich die Ausführungen der Kollegin von Minister Boddenberg im Nachbarland Rheinland-Pfalz, nämlich von Finanzministerin Doris Ahnen vor dem dortigen Landtagsplenum am 27. August dieses Jahres. Frau Ahnen ist bekanntlich führendes Mitglied der SPD und gehört einer Regierung an, in der der neue FDP-Generalsekretär Volker Wissing als Wirtschaftsminister amtiert, also weitgehend für die Umsetzung der zitierten Maßnahmen zuständig ist. Gerade einmal 12 Kilometer von hier westlich des Rheins, ich weiß, manche von uns sagen auf der App-Seite, gerade von hier 12 Kilometer entfernt gilt als hohe Regierungskunst von SPD und FDP genau das, was Sie hier in Wiesbaden mit einem höchst albernen, ritualisierten sogenannten Corona-Check permanent bestreiten wollen. Hier in Hessen, wir haben es ja gerade gehört, und Kollege Rock hat es auch noch dazwischengerufen, hier in Hessen halten Sie genau dasselbe für falsch, ja sogar für verfassungswidrig, für das Sie sich in Mainz feiern lassen. Meine Damen und Herren von SPD und FDP, könnte es vielleicht sein, dass Sie hier in Hessen überhaupt keinen Plan haben, wie Sie gegen die Folgen der Pandemie erfolgreich agieren wollen? Dass Ihnen obendrein auch jede Idee dafür fehlt, wie man eine gebeutelte Wirtschaft durch gezielte Incentives stützen und wieder auf die Beine helfen kann. Gestern hat es der Wirtschaftsminister ausgiebig in der Regierungserklärung dargelegt. Heute haben Sie bereits offensichtlich alles wieder vergessen. Meine Damen und Herren, es drängt sich doch der Gedanke auf, dass Sie Ihre angekündigte Normenkontrollklage gegen das gute Zukunftssicherungsgesetz vor allem als politische PR-Aktion betrachten. Und was der Kollege Weiß hier vorgetragen hat, Stichwort Übermaßverbot und notlagenspezifisches Konnexitätsprinzip. Verehrter Kollege Weiß, beides steht nicht in der Hessischen Verfassung, aber in Ihrem Gutachten von Herrn Gröbel ganz offensichtlich, dem Sie hier etwas Publikum verschaffen wollen. Glauben Sie im Ernst? Glauben Sie im Ernst, dass mit solchen Debatten sich der Staatsgerichtshof beeindrucken ließe? Meine Damen und Herren, wer wie die SPD eine Plenardebatte wie diese inszeniert, aber dann noch nicht einmal in der Lage ist, einen einzigen Antrag gemäß unserem beschlossenen Verfahren herzustellen, sondern es bei dem Gemäkel, was hat das mit Corona zu tun, belässt, der disqualifiziert sich aus der Debatte endgültig. Deswegen, meine Damen und Herren, sollten wir die Debatte auch nicht weiter fortsetzen, sondern lieber in Hessen den Menschen helfen und auch der Wirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Jan Schalauske.
Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielleicht, Kollege Kaufmann, im Anschluss an Ihre Rede. Sie haben jetzt beklagt, dass die SPD zwar hier Maßnahmen aus dem Corona-Sondervermögen zum Thema macht, aber keinen eigenen Antrag dazu ins Verfahren eingebracht hat. Da würde ich dann schon ganz gerne fragen, wenn jetzt zukünftig die Opposition Anträge hierzu stellt, ob dann CDU und Grüne bereit wären, diese auch anzunehmen. Wir hätten noch ein paar Ideen für Anträge, was man aus dem Corona-Sondervermögen finanzieren müsste, um einen Neustart in Hessen zu gewährleisten. Okay, aber im Kern beraten wir heute eigentlich über drei Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen finanziert werden sollen. Es geht um ein Programm zur Erstausbildung, zur Ausbildungsförderung. Es geht um Investitionen in Sportstätten. Und es geht um ein Sonderprogramm zur Schulwegbeleuchtung und für Radabstellanlagen. Diesen Maßnahmen stimmen wir zu. In der Sache sind sie sinnvoll und richtig. Ob die Landesregierung am Ende was daraus macht, ob diese Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden, so wie wir uns das vorstellen, wie wir sie für richtig halten, das sei einmal dahingestellt. Aber das liegt dann in der Verantwortung der Landesregierung. In der Ausschussberatung durfte man zur Kenntnis nehmen, wie die Fraktionen sich positionieren. Da haben wir festgestellt, die AfD hat keiner dieser Maßnahmen zugestimmt. FDP und SPD haben gegen das Sonderprogramm Radabstellanlagen und Schulwegbeleuchtung gestimmt. Bei der AfD wundert man sich nicht. Ging es nach Ihnen, bräuchte man jetzt in der Krise ein hartes Kürzungs- und Sparprogramm? Man könnte an historische Vorbilder denken, Reichskanzler Brüning, der infolge der Wirtschaftskrise 1929 mit Notverordnung Haushaltsausgleich durch Kürzungen und Lohnsenkungen gesetzt hat, die wirtschaftliche Lage massiv verschlechtert hat und damit auch dem Nährboden für das, was dann weiter folgte, gelegt hat. Die Politik will, die AfD, ob mit oder ohne diese historischen Vorbildern, will die Krise nur weiter verschärfen. Und wer jetzt wegen Corona in Existenznot ist, der wäre, wenn die AfD ans Ruder kommt, existenziell bedroht. Und das gilt es zu verhindern. Bei der FDP erstaunt es mich nicht wirklich, dass Sie gegen das Sondervermögen sind, dass Sie auch gegen die schrittweise Abschaffung der Schuldenbremse sind. Und denke ich an Ihren Corona-Check, da bekommt man dann auch den Eindruck, dass Sie grundsätzlich gegen Konjunkturpolitik sind. Bei den Sozialdemokraten bin ich aber in diesem Punkt ein wenig verwundert. Weil auf der Bundesebene gibt es ja den Olaf Scholz, die ehemals personifizierte schwarze Null, der jetzt finanzpolitisches Bazooka und Wumms als Worte in den Mund nimmt, um damit Konjunkturpolitik zu machen. Die hessische SPD, die ist aber hier im Hessischen Landtag nicht für Konjunkturpolitik. Und das Problem ist ja, Sie sind ja auch nicht gegen Radabstellanlagen, Sie sind auch nicht gegen beleuchtete Schulwege. Das können Sie ja gar nicht sein. Doch Sie müssen der schwarz-grünen Landesregierung unbedingt widersprechen. Das ist mir grundsätzlich auch eine sehr, sehr sympathische Haltung. Nur ich glaube, Sie tun das hier an der falschen Stelle. Denn mittlerweile ist es auch auf anderen Ebenen über Parteigrenzen hinweg relativ unstrittig, mit einigen Ausnahmen, dass es in der Krise notwendig ist, dass der Staat aktiv Konjunkturpolitik macht, dass er Kredite aufnimmt und dass er das Geld dafür auch einsetzt, um Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Deswegen müssten Sie einmal begründen in der Sache, warum Sie die Maßnahmen, die heute hier vorliegen, denn auch ablehnen. Unabhängig von der Frage, ob sie etwas mit Corona zu tun haben. Aber Sie sagen dann nämlich, wenn man das zu Ende denkt, auch, dass die Wirtschaftskrise nichts mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Und das ist ja, glaube ich, nicht Ihre Haltung. Deswegen sollten Sie noch einmal überlegen, ob Sie in der Frage im Umgang mit dem Sondervermögen auf dem richtigen Weg sind oder ob Sie aus Versehen auf Kurs der FDP gelandet sind.
Ich glaube, DIE LINKE steht wenig im Verdacht, der schwarz-grünen Landesregierung eine besonders freundliche Haltung gegenüberzubringen. Aber wenn CDU und GRÜNE sich entgegen ihrer eigenen, oft propagierten Überzeugungen entscheiden, in dieser tiefen Krise mit Krediten Konjunkturpolitik zu machen, wenn sie die Axt an die unsoziale Schuldenbremse legen, dann sind wir die Letzten, die das kritisieren. Im Gegenteil, wenn die Schuldenbremse fällt, dann sind wir als LINKE fröhlich beim Fällen mit dabei. Und die Maßnahmen sind richtig. An dieser Stelle stimmen wir Ihnen zu. Vielen Dank, Kollege Schalauske. Das Wort hat der Abg. Heidkamp, AfD-Fraktion. Kollege Heidkamp, Sie haben das Wort. Danke schön, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Schalauske, für Investitionen sind wir immer zu haben. Wir sind uns wahrscheinlich nicht über die Richtung der Investitionen einig. Wir konstatieren mit Genugtuung, dass die Regierungskoalition auf Anregung und Initiative der AfD mit ihrem Dringlichen Antrag ein parlamentarisches Verfahren bei Anträgen des Ministers der Finanzen gemäß § 8 GZSG eingeführt hat, welche fortan jeder Fraktion das Recht einräumt, eine im Gesetz nicht vorgesehene Befassung des Plenums mit den Maßnahmen des GZSG zu verlangen. Mit dem Bericht müssen dann die Anträge der Fraktionen aufgerufen werden, mit welchen eine Abweichung von den Beschlüssen des Haushaltsausschusses gefordert wird. Die endgültige Entscheidung kommt somit aus dem Haushaltsausschuss ins Plenum verlagert werden. In einem klaren Widerspruch zu der Verlagerung der wirklichen Entscheidung aus dem Haushaltsausschuss ins Plenum steht jedoch die noch zu hinterfragende Regel, dass die Zustimmung des Haushaltsausschusses die Landesregierung so lange zum Handeln und damit zur Zusage Auszahlung ermächtigt, bis der Landtag nichts Abweichendes beschließt. Mit Drucksache 20-3727 erfahren wir, dass die SPD jetzt die Ankündigung des Abgeordneten Weiß im Haushaltsausschuss konkretisiert, der von der AfD aufgezeigten Weg, wie oben beschrieben, ebenfalls zu beschreiten. Wir erkennen da eine gewisse Bereitschaft, die Reihen der Opposition zu schließen. Die Notwendigkeit des Sie haben das da gesagt, da saßen Sie vorne auf dem Stuhl. Die Notwendigkeit des GZSG einer Kreditermächtigung von 12 Milliarden Euro mit einer mehr als fragwürdigen Tilgung über 30 Jahre unter der faktischen Aushebelung der nach einem Volksbegehren in der Verfassung verankerten Schuldenbremse, ich weiß es langweilig, wurde im Landtag verkauft mit der Begründung, dass es keinen anderen Weg gebe, die finanziellen und wirtschaftlichen Verwerfungen der Jahre 20 bis 23 zu beherrschen. Um dem Plenum den Zeitraum von 30 Jahren etwas anschaulicher zu machen, erinnere ich daran, dass wir in wenigen Tagen den 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands feiern werden. Seit 30 Jahren zahlen wir für die Folgen von 41 Jahren kommunistischer Diktatur. Ab 2021 zahlen wir 30 Jahre lang bis zu 445 Millionen Euro pro Jahr für drei Wahlkämpfe. Wir haben uns die bisher eingereichten Anträge der Regierung sorgfältig angesehen. Auch die Pakete 2 und 3 mit wieder insgesamt 10 Anträgen zeichnen sich aus durch meist sehr allgemein gehaltene, durchaus wolkige Formulierungen. Beispiele wie Erstausbildung, Verbundsausbildung, Sportförderung, soziale Integration im Quartier, Förderung der Nahmobilität, Altenhilfe, Ökoaktionspläne, Frauenhäuser, bürgerschaftliches Engagement, digitale Innovation, Waldbewirtschaftung, Förderung von Archiven in den Hochschulen. Das sind alles Produkte, welchen wir in normalen Hausberatungen unter bestimmten Bedingungen natürlich zustimmen könnten. Nur sie gehören nicht in ein Sondervermögen.
Die bisherige Abwicklung des Sondervermögens ist der Ernsthaftigkeit der Situation nicht angemessen. Gerne überlasse ich der SPD, Herr Weiß, das Projekt der Ausleuchtung der Radwege außerhalb der Ortschaften sowie die Fahrradunterstände. Beeindruckend war ebenfalls die Erklärung unter Bezugnahme von John Maynard Keynes, das konjunkturstimulierende Umsatzentwicklung der Fahrradindustrie, wobei die Einbrüche der Automobilindustrie infolge politischer Fehlentscheidungen hier leider nicht erwähnt wurden. Die bisherige, eine zielorientierte Koordination vermissen lassende Handhabung des Sondervermögens widerspricht in eklatanter Weise dem vom Herrn Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir gestern vorgestellten neuen Hessenplan. Nach seiner Darstellung könnten die gewaltigen Ausgaben im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Krise nur gerechtfertigt werden im Rahmen von Investitionen in die Struktur und in die Menschen, um Hessen zukunftsorientiert und konkurrenzfähig im internationalen Umfeld aufzustellen. Dem Gedanken stimmen wir zu, Herr Tarek Al-Wazir. Sollten wir erkennen können, sobald wir erkennen könnten, dass Hessen unter zielgerichtetem Einsatz der Mittel des Sondervermögens, Herr Lauske, in Investitionen, widerstandsfähiger, innovativer und nachhaltiger würde, fiele uns die Zustimmung für die Anträge in Zukunft sicherlich leichter. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Das Wort hat der Finanzminister, Staatsminister Michael Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin zunächst einmal, das ist hier von Kollegen Reul schon gesagt worden, dankbar, dass wir auch im Plenum Gelegenheit haben, über die eine oder andere Maßnahme zu reden. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein bisschen überrascht, dass bis jetzt kaum einer der Redner der Opposition auf die einzelnen Maßnahmen eingegangen ist, außer dem, dass sie behaupten, dass das grüne Maßnahmen und Programme seien aus diesem Sondervermögen. Das ist eine Schallplatte, an die ich mich gewöhne. Frau Kollegin Schardt-Sauer, wir hatten uns im Haushaltsausschuss schon darauf verständigt, dass es selbstverständlich ihr gutes Recht ist, Ihre Meinung zu sagen und den Corona-Check täglich vorzutragen. Und ich will ausdrücklich sagen, es ist natürlich erst recht selbstverständlich, dass eine demokratische Fraktion oder demokratisch gewählte Fraktionen, SPD und FDP, eine Klage vor dem Staatsgerichtshof einreichen. Ich wundere mich nur ein bisschen darüber, mit welchen Argumenten, jedenfalls laut Ihrer Presseverlautbarung, Sie das tun. Aber das ist wiederum auch Ihr gutes Recht. Ich wundere mich so ein bisschen darüber, dass Sie einen Gutachter beauftragen, der ein sehr ausführliches Gutachten zur Haushaltspolitik Ihres oder unseres gemeinsamen Bundesfinanzministers, des Kollegen Scholz, SPD, verfasst hat, mit durchaus kritischen Anmerkungen, Frau Faeser, wie Sie wissen. Ich wundere mich, dass Sie das tun. Darauf ist schon hingewiesen worden mit Blick auf Ihr Nachbarland. Eigentlich hatte ich, glaube ich, in Erinnerung, dass mal irgendeiner der Kollegen, ich würde vermuten, ohne es genau zu wissen, dass es der Kollege Kaufmann war, Ihnen empfohlen hat, gehen Sie doch bei der Verfassung dieser Klageschrift einfach mal zur Frau Dreyer und zur Frau Ahnen über den Rhein. Also all das geschenkt. All das geschenkt und alles das ist in Ordnung, Herr Weiß. War ich trotzdem der Auffassung, dass wir hier heute Abend über die Maßnahmen reden. Und zwar über Maßnahmen reden, die dazu helfen sollen, dass Menschen, Unternehmen, Vereine, Kultur diese Krise überleben. Und Kollege Decker, ich gucke jetzt einmal ganz zufällig in deine Richtung. Wir beide haben heute Nachmittag, ich glaube, anderthalb Stunden mit Unternehmern zusammengesessen, die aus der Reisebranche kommen. Ich weiß nicht, wie der Eindruck des Kollegen Decker ist. Meiner ist jedenfalls der, bei all dem, was wie gesagt legitimerweise hier vorgetragen wird und unternommen wird, dass diejenigen, die uns zuschauen, eine völlig andere Erwartung davon haben, was denn bitte der Hessische Landtag im Zusammenhang mit dieser weltweit größten Krise der Nachkriegsgeschichte so zu unternehmen gedenkt. Das, dachte ich eigentlich, ist Aufgabe des Hessischen Landtags, wie selbstverständlich der Hessischen Landesregierung. Und dann ist mein Vorschlag, Frau Kollegin Schardt-Sauer, Sie machen weiter den Corona-Check. Sie können das im Dialekt auch noch ein bisschen netter sagen als ich. Wir machen Krisenbewältigung.
Offensichtlich machen die meisten, ich glaube, alle Landesregierungen, Frau Kollegin Faeser, die ich kenne, und das sind ausnahmslos alle, unabhängig davon, welche Parteibücher die Finanzminister oder die Ministerpräsidenten tragen, Krisenbewältigung. Und jetzt gucken Sie einmal in diese Anträge rein, und davon will ich dann schon noch berichten, worüber wir im Haushaltsausschuss gesprochen haben. Ja, Sie können über die nachhaltige Landwirtschaft und die Förderprogramme Größenordnung 5 Millionen Haushaltsvolumen des Landes Hessen 30 Milliarden, 12 Milliarden hat über mehrere Jahre das Sondervermögen, größter Teil für das Thema Steuerausfälle, auch bei den Kommunen, wie Sie wissen. Aber auch das haben wir hier mehrfach ausgetragen. Jetzt gucken wir uns doch einmal an, was wir gemacht haben. Ja, wir haben uns damit beschäftigt, dass wir eine Reihe von Programmen des Bundes haben, Sportstätten als Beispiel, wo der Bundesfinanzminister sagt, das ist Corona-bedingtes Problem, dass wir gerade dort auch helfen, wo es nicht unmittelbar so ist, dass das Virus die Sportstätte schädigt. Aber das Ganze drumherum und die sozialen Verwerfungen, die wir teilweise hätten, wenn wir den Sportvereinen nicht helfen, das ist sehr wohl ein Problem, das mit dieser Krise zu tun hat. Und da kofinanzieren wir, und ich bin sogar dankbar, dass Sie die SPD in dem Fall zugestimmt haben. Wie überhaupt Sie völlig vergessen haben, wer weiß zu sagen, dass Sie eigentlich bei allem, fast allem zugestimmt haben. Außer bei zwei Themen, wo Sie eins versuchen, nämlich dem Programm insgesamt den Anstrich zu geben, dass das grüne Programme sind. Und ich sage Ihnen einmal eins hier sehr deutlich als Christdemokrat. Der öffentliche Personennahverkehr, neue Mobilität, die Attraktivität von Innenstädten, ja, auch die Attraktivität eines Schulweges und die Sicherheit einer Schule und eines Schulweges sind keine grünen Alleinstellungsmerkmale. Das sind Themen, die der CDU jedenfalls genauso wichtig sind wie den Grünen. Und deswegen sind sie Themen dieser Koalition, dass sie einfach einmal ihr Weltbild vielleicht ein bisschen zurecht. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Und über die anderen Dinge müssen wir gar nicht reden, weil da haben Sie ja zugestimmt. Und ich frage mich, schämen Sie sich dafür, oder warum reden Sie nicht darüber, dass Sie den meisten Dingen auch schon im ersten Maßnahmenpaket zugestimmt haben? Kolleginnen und Kollegen, ich bleibe dabei. Sie machen den Corona-Check, Sie machen semantische Übungen, indem Sie über Päckchen und Pakete sinuieren. Das ist aus meiner Sicht, Frau Schardt-Sauer, und damit komme ich zum Schluss, das ist einer Krise, von der wir sagen, die wird uns noch lange, lange Zeit beschäftigen, in keinster Weise angemessen. Und ich sage Ihnen, am Ende des Tages werden die Bürgerinnen und Bürger, die diese Debatte in dieser Form von Ihren verfolgen, sehr wohl wissen, wo Sie das nächste Mal das Kreuz machen, wenn Sie Sorge haben, dass Sie eine Wahl bestreiten und wir eine Wahl bestreiten, wo es darauf ankommt, krisenfeste Regierungen auch in Hessen zu haben. Herzlichen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich stelle fest, dass wir die Berichte 20.3727 und 20.3553 entgegengenommen haben.